Vielen Dank. Ich bin ja aus dem Osten und wenn man als deutschsprachiger Bespaßer aus dem Anschlussgebiet durch Siegerland tourt, da wird man ja immer wieder in Gespräche verwickelt. Und eine Frage ist immer dabei und die lautet: Wo kommen Sie denn eigentlich her? Und dann sage ich das: Aus dem Osten. Aha. Sieht man gar nicht. Oder ist das nicht da, wo früher die Mauer war? Das stimmt. Da, wo ich herkomme, da war früher die Mauer. Und zwar überall. Wenn ich früh zur Schule wollte, raus aus dem Q3A-Block, ja, bin ich die Treppe runter, mach unten die Tür auf, war sofort eine Mauer. Ja. Haben mich so durchgezwängt durch die Tür, ja. Wir waren ja damals alle sehr dünn, hatten ja nichts zu essen. Dann die Schultasche hinterher, die war ja auch sehr dünn, ja. War ja nur das Parteibuch drin. Unter der Schulweg, ja, das war ein ewiges Labyrinth durch den Mauerpark. Ja, ich musste früh um 4 aufstehen, wenn ich um 7:30 in der Schule sein wollte. Ja. Und der Schulweg, das war ja auch kein Zuckerlecken, weil überall standen ja oben diese Mauerschützen. Ja. Als ich eingeschult wurde, ja, da waren wir noch 28, beim Abitur nur noch 12. Ich habe ja nur überlebt, weil einer meiner Onkel, der war Mauerschütze. Ja, da hat er mir gesagt, nee, der nicht, nimm den daneben. Sie wissen ja, im Osten konnte man nur 2 Berufe erlernen. Das eine war Maurer, ist klar. Und das andere Mauerschütze. Und meine Eltern waren unheimlich darauf bedacht, dass aus mir was anderes wird. Und haben mich vollgestopft mit Kultur, ja. Goethe, Schiller, Beethoven, Geige lernen, Klavier lernen, singen lernen, nimm das. Das hatte natürlich Folgen. Ich wurde dadurch sozial inkompatibel. In dem Arbeiterviertel, wo ich groß geworden bin. Arbeiterviertel, ist klar, ne? Wir hatten ja nichts Ganzes. Und immer, wenn ich dann runter bin in den Sandkasten zum Spielen, der übrigens mit Stacheldraht umzäunt war, war aber nicht schlimm, ich hatte ja einen Passierschein, da haben mich meine gleichaltrigen Spielkameraden mal aufs Übelste gehänselt, ja. Elemene Hühnerbacke, Sens, du riechst nach Schweinekacke. Da konnte ich immer nur antworten, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden Beleben. Hat nichts genützt. Mein Vater hat das ja vom Fenster aus immer beobachtet. Klar, was soll er sonst machen? Er war ja bei der Staatssicherheit und auf mich angesetzt. Und er sagte sich, meine Güte, der Junge, der verweicht dich da total. Aus dem müssen wir einen Mann machen. Aber wie? Wie macht man aus so einem Weichei einen Mann? Da hat er sich gedacht, Mensch, gehe ich mit dem zum Fußball, sind viele Männer, wird schon irgendwie abfärben. Ist er mit mir hin ins Stadion und ins Stadion der Freundschaft? Ja, im Osten hatte ja alles immer so positivierende Namen. Ja. Stadion der Freundschaft. Es war ein Hexenkessel der Gewalt. Und es stand in der Straße der Befreiung. War eine Sackgasse. Da ist er mit mir hin, da stand ich dann unter diesen alkoholisierten Biomassen und. Ich hatte ja damals noch Schulterhöhe. Das heißt, immer wenn ein Tor fiel, dann rissen diese Konjunkturbremsen die Arme hoch. Und ich atmete voll diese Frontpheromone ein. Diese männlichen Sexuallockstoffe. Das hatte zur Folge, ich kriegte augenblicklich Bartwuchs. Am ganzen Körper. Und musste dann noch vor der Halbzeit sagen, Papa, wir müssen nach Hause rasieren. Raschel, 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 raschel. Und das Rasieren, das war ja im Osten auch nicht so einfach, weil wir hatten ja keine Rasierklingen. Nein, hatten wir nicht. Wir haben von den Russen diese Sicheln bekommen. Und ich habe damals viele, viele meiner pubertierenden Spielkameraden bei den ersten Rasierversuchen verblutenderweise verloren. Aber ich meine, das fängt man in dem Stadium auch mit einer Intimrasur an. Das geht voll in die Hose. Aber das Schärfste bei uns im Osten waren ja die Klamotten. Ich habe Ihnen hier mal ein Beispiel mitgebracht. Das hier
ist das Unterteil von meinem Jugendweiheranzug, den ich bis zur Wende tragen musste. Mach jetzt mal Folgendes. Ja, mit diesem Outfit möchte ich auf einen bestimmten Umstand meiner Jugend hinweisen. Ich war ja nicht immer so wie heute. Ich war ja früher im Osten anders. Ich war früher im Osten Europameisterin im Kugelstoßen. Aber ich fühle mich jetzt ganz wohl so. Und ich wurde damals wegen meiner hohen, glasklaren, hellen, mädchenhaften Stimme oft zu Rundfunkaufnahmen herangezogen, um sozialistisches Liedgut einzusingen. Und eine solche Originalaufnahme aus dieser Zeit habe ich Ihnen heute Abend mitgebracht. Fahr ab!